Het ZT Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung, deine Gesundheit, dein Partner und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Ein Sportreporter braucht eine markante Stimme und einer, der diesbezüglich besonders gesegnet ist, ist der Sportreporter oder besser die Sportreporter-Legende Bernhard Bernie Schär, der in Köngudingen lebt. Herzlich willkommen zum ZT Talk. 33 Jahre lang hat er mit seinen Reportagen und Kommentaren das Publikum begleitet und begeistert. Bei 15 Olympischen Spielen war er dabei, bei 16 alpinen Ski-Weltmeisterschaften hat er teilgenommen. Unzählige Interviews mit dem Roger Federer geführt. Im April hat er seinen letzten Arbeitstag gehabt und heute hat er Zeit gefunden, zu einem ZT-Talk zu kommen. Heute ein bisschen in einem anderen Setting, weil wir im Moment das Studio nicht benutzen können, sind wir hier im Eingangsbereich des Medienhauses mit dem Bernhard Schär. Herzlich willkommen, Bernhard Schär, zum ZT-Talk. Grüß Gott, Pfister. Herr Schär, seit ein paar Wochen sind Sie jetzt Pensionär. Wie fühlt sich das an? Ja, sehr gut. Ich habe gespürt, dass ich jetzt sehr viel Flexibilität habe. Natürlich auch Freiheit. Und ganz wichtig, Herr Pfister, ich muss nicht mehr am Morgen um 3 aufstehen. Ich wache zwar immer noch um 3, weil sich der Körper natürlich an die Frühdienste in den letzten Jahren gewöhnt hat. Aber ich kann meistens wieder einschlafen und dann ja, bleibe ich so liegen bis, sagen wir mal, 7:30, 8:00, was für mich in den letzten Jahren sogar ausschlafen hat bedeutet. Ich habe es eingangs gesagt, wir bezeichnen Sie als Legende. Sind Sie eine Legende? Es ist interessant, das Wort. Ich habe mir das lange auch überlegt. Für mich ist das nicht so wichtig, ob ich jetzt als Legende bezeichnet wird oder nicht. Aber die Tatsache ist, und das habe ich jetzt gespürt, bei den unglaublich Hunderten von Wertschätzungen in den letzten Wochen, ich glaube, ich war eine feste Grösse gesehen in den Schweizer Stuben, mit meiner Stimme auf der einen Seite, aber auch mit meiner Kontinuität. Ich habe nie gewechselt, ich bin immer beim Radio geblieben, ich bin immer 100% beim Sport angestellt gewesen und das hat irgendwie eine Identifikation gegeben. Und vielleicht kommt von dem her das Wort Legende. Bleiben wir ein bisschen zurück, wie Sie da reingekommen sind. Sie haben Geografie und Mathematik studiert, sind dann Sek-Lehrer gewesen und sind 1988 Sportreporter geworden. Vom Sek-Lehrer zum Sportreporter. Sind Sie dort mehr oder weniger per Zufall gestolpert, sage ich jetzt mal, oder ist das ein lang gehegter Traum gewesen? Das ist ein bisschen beides, würde ich sagen. Oder? Als kleiner Bub bin ich natürlich immer am Radio gehangen und habe diesen Sportreportagen zugelassen von diesen Legenden eben damals. Sepp Brenkli zum Beispiel oder der Hans Sutter oder der Jean-Pierre Gerwig. Und jetzt hat mich fasziniert, was die an Bildern können transportieren in der Sprache. Und das habe ich irgendwie immer in meinem Kopf gehabt und dachte, das werde ich auch einmal machen. Ob hauptamtlich oder nicht, das habe ich mir dann noch nicht überlegt. Und dann war es so, dass der Grand Prix Bern stattgefunden hat. Das war eine der grössten Laufveranstaltungen damals in der Schweiz. Und das Glück wollte, dass ich beim Bundesplatz gespeichert habe. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, beim Bundesplatz setzt Tausende von Zuschauerinnen und Zuschauern gehabt. Und das war richtig busy gewesen, an diesem Nachmittag. Es war ein Samstag gewesen. Und nachdem, dass ich dort fertig gespeichert habe, ist der damalige Chef vom Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis zu mir gekommen und hat gesagt, diese Stimme will ich bei mir am Radio. Und 14 Tage später bin ich am Sender gewesen, habe ein Bulletin gelesen und von dann an hat es mir irgendwie der Ärmel reingenommen. Und dann habe ich das Ganze 2 Jahre lang als freier Mitarbeiter gemacht, also neben dem Lehrerberuf zusammen. Und plötzlich habe ich irgendwie gespürt, ich möchte gerne einmal Olympische Spiele. Und an Olympische Spiele kommt ihr bei SRF nur dann, wenn ihr eben 100% angestellt seid. Und so bin ich nachher übergumpelt, wo der legendäre Manny Weber dann aufgehört hat im Sport und das Wunschkonzert für die Kranken hat angefangen moderieren am Freitagnachmittag. Und dann ist eben die Stelle, die 100% Stelle frei geworden. Wann haben Sie denn so das erste Mal gemerkt, dass Sie so eine gute, super Stimme haben? Ist das schon als
Bub, junger Mann aufgefallen? Oder im Umfeld? Ich habe natürlich immer gerne geredet und ich habe immer eine markante Stimme gehabt, eine laute Stimme gehabt, eine prägnante Stimme. Und das hat sich sehr, sehr früh akzentuiert. Denn, also praktisch beim ersten Bulletin habe ich extrem viele Komplimente bekommen. Und vor allem haben die entscheidenden Leute, die dann gesagt haben, ob man einen Sender darf oder nicht, das Gefühl gehabt, die Stimme ist brillant, dann haben wir. 1991 sind Sie dann voll zur Sportredaktion vom Radio gestoßen. Das war eine Zeit, in der es noch kein Internet gab. Mobiltelefone waren grosse Göffer. Wie gross war der Unterschied in der Arbeit von einem Sportreporter, wie man heute schafft? Ja, das war natürlich gewaltig gewesen, oder? Also ich habe angefangen dann mit den Frühdiensten, mit den Baby-Hermes-Maschinen, wo man also alles schön eingetippt hat. Dann haben wir den sogenannten Telex gehabt, wo man ausbreitet hat am Boden. Das war 12 bis 15 Meter lang am Morgen. Dann hat man die Meldungen abgerissen und hat sie so in den Baby-Hermes eingetippt und ist eben runtergegangen ins Studio und hat davon lesen. Und heute ist das natürlich ganz, ganz etwas anderes. Man geht in die Systeme rein, man hat den PC, man hat die Meldungen, die man gerade bearbeiten kann auf dem PC. Ich habe heute ein Reportophon, wo ich praktisch vom Malpark 2 zu Küngeldingen kann in Studioqualität ein Insert machen. Das hat es natürlich früher nicht gegeben. Früher bin ich morgen um 3 aufgestanden, bin auf Aro gefahren. Der Techniker hat das ganze Pult neu konfigurieren, damit das Regionaljournal dann senden konnte. Gewaltige Unterschiede. Und dass ich die alle durchgestanden habe, in den letzten 33 Jahren, das hat mich irgendwie ein bisschen stolz gemacht, muss ich sagen. Und Sie haben unser Gerät mitgebracht aus den Anfangszeiten. Wie Sie geschafft haben, können Sie uns mal erklären, was das ist? Das ist ein sogenanntes Nagra-Gerät. Man sieht hier den Namen. Und das ist ein Spulengerät mit einer fantastischen Qualität. Ich behaupte, dass alles, was heute auf dem Markt ist, die Qualität für Puritaner nicht herbringt. Und es war interessant, wo das Gerät nachher ist ausgeschoben wurde und wir gewechselt haben auf das Flash-Mic, so wie ich es jetzt habe. Also auf digitale Drahtlos, Qualität? Ganz genau. Hey, alle Athletinnen und Athleten enttäuscht reagiert. Weil die haben alle das Gefühl gehabt, jetzt kommt der Scher mit einem Mikrofon, das eine schlechtere Qualität hat. Und das hat mir gezeigt, die Sportlerinnen und Sportler, die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, sind einfach ehrgeizig. Die haben nicht nur wollen gut reden, sondern auch gut tönen. Und dann habe ich am Anfang immer denen erklären, das, was ich jetzt hier in der Hand habe, das ist auch gut. Nuancen vielleicht schlechter, aber es tönt auch gut. Und das musste man dann von Hand zusammenschneiden, was man hier aufgenommen hat? Da hat man also jeden Versprecher hat man von Hand mit einem Scherli abeinandergeschnitten. Und hier habe ich so eine Schiene machen von einem Techniker, damit das Band nicht immer weggerutscht ist. Das war Feinarbeit, weil so ein Versprecher ist manchmal nicht einmal ein Zentimeter lang gewesen. Und ich habe gerne gesagt, wenn ich einmal in meinem Leben Weltmeister wäre worden, dann wäre es im Nagra-Schneiden, weil das habe ich aus dem FF ganz schnell können. Das heisst, man hat sich auch angewöhnt, möglichst wenig Versprecher zu machen, natürlich. Ja, das hat man natürlich probiert, aber das ist natürlich auch nicht gelungen. Und ganz interessant war, man musste immer die O-Töne rausschneiden. Und dann habe ich die meistens im Hotel am Boden ausbreitet und habe den Zimmerleuten gesagt, sie sollen ja nicht staubsaugern, damit einfach die Bändchen immer noch schön am Boden sind, damit ich am Schluss der Veranstaltung eine gute Zusammenfassung machen konnte. Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die ein Top-Reporter mitbringen muss? Ich glaube, er muss eine gute Stimme haben am Radio. Das ist das primär Wichtige, damit er gut überkommt. Er muss kurz und bündig formulieren können. Und etwas ganz Wichtiges, er muss einen guten Approach haben. Das heisst, er muss einen guten Zugang zu den Leuten finden. Weil ein Radiomann ist gezwungen, dass er den Leuten in die Augen schaut, dass das Mikrofon ihnen herstreckt. Er kann sich vielleicht nicht so verstecken wie manchmal ein Printjournalist, der hinten 2 Meter zurück zuhören kann und dann die gleiche Quote hat. Also diese drei Eigenschaften würde ich als die wichtigsten anschauen. Was haben Sie für Tricks gehabt, Leute zum Reden zu bringen, die jetzt vielleicht nicht so gesprächig sind? Das hat man ja als Journalist etwa einmal. Also die grössten Komplimente, die ich jetzt habe bekommen von den Sportlerinnen und Sportlern unisono, haben alle gesagt, ich habe motivierend gewirkt. Das hat sicher mit dem Outfit, das hat auch mit der Rhetorik. Sie haben gespürt, dass ich meistens gut vorbereitet war und dann einfach eine bejahende Art
hatte, wenn sie geantwortet haben, die schauen einem ins Gesicht, die sind sensitiv, die sind feinfühlig, die Sportlerinnen und Sportler. Und das hat mich zu einem guten Interviewer gemacht. Und das ist natürlich für mich ein ganz zentraler Punkt gewesen, weil ich habe während der ganzen Karriere vielleicht ein- bis zweimal eine heikle Situation gehabt, wo eine Sportlerin oder ein Sportler bockt hat. Und sonst waren die immer eloquent und sie bereit gewesen, mir auch Auskunft zu geben, oder? Im Sport arbeitet man ja mit der Rangliste, auf ihrer persönlichen Rangliste. Welches war ein Moment gewesen, oder der Moment, der einfach unübertroffen war an Drama? Es ist einfach so, dass ich das so nicht sagen kann. Oder? Ich habe natürlich so viele Momente erlebt. Zum Beispiel der Urs Lehmann, der 1993 auf Ansage Weltmeister wurde. Der Mike Vogrünigen und der Beat Feutz, die Weltmeister wurden, weil sie Top-Favoriten waren und diese Rolle auch eingenommen haben und dieser Rolle auch gerecht worden sind. Dann habe ich Überraschungssieger erlebt, den Simon Ammann, Top-Olympiasieger 2002 in Salt Lake City, oder der Didier Defago aus dem 9000 Olympiasieger in der Abfahrt 2010 in Vancouver. Dann hat es solche gegeben, die Glück hatten, wie Dominique Gysin, der 2014 ex aequo auf die 100. gleichzeitig zusammen mit Tina Maase den Olympiasieg in der Abfahrt geholt hat. Und dann hat es solche gegeben, wo Radiophon-Weltmeister wurden, wie der Luca Erni, der 30. war 2017 bei den Weltmeisterschaften St. Moritz nach der Abfahrt in der Kombination. Und nachher als Erster an Start ist und als Letzter ist der Marcel Hirscher gekommen. Und der Luca Erni war ein 100. schneller als der Hirscher. Und ich habe praktisch 45 Minuten durchkommentiert am Radio. Das war mein Highlight. Also ihr seht verschiedene Höhepunkte, jeder vielleicht mit einem anderen Hintergrund. Gibt es ganz schwierige Momente, die Sie sich erinnern? Ein schwieriger Moment war sicher der fatale Sturz von Silvano Beltrametti, wo er dort auf dem Aufstieg zu einem absoluten Top-Athlet, auch von seiner Aura her, von seinem Charisma her, brutal auf Null runtergefallen ist. Und mich hat dann beeindruckt, wie er mit dieser neuen Rolle als Querschnittgelähmter umgegangen ist. Es ist ja heute noch die höchste Einschaltquote im Dienstagsclub, wo man dann live ihn hat zugeschaltet hat, von Ottwil. Einfach die ganze Art, und es gibt keinen Tag, wo ich nicht einmal mindestens an ihn denke. Und er ist jetzt so bei meinem Abschiedsfest auf der Lenzerheide zusammen mit Zwischwein dabei gewesen. Und das war für mich eine riesengrosse Genugtuung gewesen. Und hat es mal einen Moment gegeben, wo Sie das Gefühl hatten, jetzt geht alles in die Hose? Die Reportage, der Kommentar, alles geht den Bach ab und die Zuschauer sind massiv enttäuscht. Hat es mal so etwas gegeben? Es war natürlich so, 1996 bei den Olympischen Spielen in Atlanta, am Morgen um 3 hat es geklappt in der Innenstadt. Und ich bin dann, ich weiss heute nicht warum, einfach erwacht, bin sofort runtergesprungen, Treppen ab im Hotel und sofort ins sogenannte IBC, International Broadcast Center. Und dann habe ich gedacht, jetzt geht alles zusammen. Weil das ist dermassen laut zu und her gegangen und ein Durcheinander in dieser Innenstadt von dieser Grossstadt Atlanta. Und dann bin ich zusammen mit dem Massafred, der einzige Schweizer Journalist von SRF, der dann in diesem IBC ist drin war. Und dann habe ich probiert, Sendungen zu fahren. Ich musste das ganze Technikerpult aufschalten und ich einfach gehebelt, bis es tönt hat. Und das habe ich so durchgezogen bis am Mittag, weil das Attentat ist etwa passiert am Morgen um 3, 3:30. Und dann hat man den Korrespondenten bekommen. Aber das war natürlich schon ein ganz spezieller und auch ein bisschen heikler Moment gewesen. Sie haben unzählige Interviews geführt mit dem Roger Federer. Ich glaube, es sind 746 an der Zahl gesehen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Er hat Ihnen zum Abschied ein Video gewidmet. Das ist etwas, das, glaube ich, bisher noch nie ein Sportreporter dir bekommen hat. Er macht weiter, sie hört auf. Geht das überhaupt?
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich für den Roger Federer, dass er auf der einen Seite immer noch so motiviert ist und das mit der Familie auf eine Reihe bringt. Auf der anderen Seite habe ich Freude für ihn, dass er körperlich noch mal die ganzen Strapazen auf sich nimmt. Und es ist doch genial, dass wir den besten Botschafter, den die Schweiz je hatte, dass wir den jetzt noch geniessen dürfen. Wie auch immer das rauskommt. Aber wer den Roger Federer kennt, der weiss, dass er ein Meister ist der Selbsteinschätzung und wenn er nicht daran glauben würde und die Passion und die Leidenschaft noch hat, der würde sicher das nicht mehr auf sich nehmen. Ich bin gespannt, wie es jetzt das Kampf anfängt, wie es dann weitergeht in Halle auf dem Rasen und dann in Wimbledon. Und ich traue ihm in Wimbledon noch einmal etwas zu. Und ich möchte es ihm gönnen, dass er mindestens noch ein paar Mal auf der grossen Bühne einen grossen Match kann spielen. Das wäre mein Wunsch für ihn. Wie hat sich in den letzten 30 Jahren aus Sicht vom Sportreporter, das alles mitbekommen hat, Haut noch, wie hat sich der Sport verändert in den letzten 30 Jahren? Herr Schär, aus Ihrer Sicht, ich sage es jetzt ein bisschen plakativ, eher zum Guten oder zum Schlechten? Ich glaube, er hat sich gar nicht so verrückt geändert. Wenn ich denke, vor 33 Jahren habe ich mich immer noch gefreut ab Sieg und bin enttäuscht gewesen ab Niederlagen. Und dann hat es auch durchschnittliche Leistungen gegeben. Der Sport in seiner ganzen Faszination hat sich grundsätzlich nicht verändert. Man kann sagen, vielleicht ein bisschen der Kommerz. Es ist natürlich alles mehr als Geschäft geworden jetzt. Es sind mehr finanzielle Mittel investiert worden. Das ist auch richtig, weil das ist ja das ganze Leben, auch in der Wirtschaft haben sich diese Prozesse abgespielt. Und so soll man da den Sport ausklammern. Und ich habe eigentlich die Entwicklung als positiv erlebt. Ich spüre, dass der Sport immer noch sehr vielen Leuten einen Halt gibt, dass er für Gesprächsstoff sorgt, dass er für Zusammenhalt sorgt und dass er auch völkerverbindend ist. Wenn ich die Olympischen Spiele, die 15, anschaue, das war immer eine unglaubliche Gemeinschaft, nicht nur unter den Sportlerinnen und den Sportlern, auch unter den Journalistinnen und Journalisten und unter all diesen verschiedenen Bevölkerungsgruppierungen, die sich in einem Stadion zusammengefunden haben. Oder wenn ich denke, seit 110'000, da war praktisch die ganze Welt vereinigt. Also Kommerzialisierung hat den Sport nicht kaputt gemacht, kurz und gut? Zum Teil natürlich schon auch, oder? Das ist klar. Es gibt natürlich wie in jedem Beruf. Es gibt bei den Ärzten, es gibt bei den Anwälten, es gibt überall solche, die ausufern und die über die Schnur holen. Und das hat es natürlich beim Sport auch gegeben. Aber ich glaube an eine Gesundschrumpfung. Ich glaube daran, dass man, wenn man zu fest überbordet hat, zu dieser Erkenntnis kommt oder vielleicht auch sogar zwungenermassen, dass man wieder zurück in die Normalität geht. Um den Bogen zum Anfang zu spannen, Sie sind jetzt Pensionär. Was haben Sie für Pläne? Ja, ja, sehr viele Pläne, aber es ist jetzt im Moment noch nicht unbedingt sehr viel Konkretes. Ich bin jetzt am Evaluieren. Lasst mir ein bisschen Zeit jetzt. Es ist erst seit 10 Tagen, dass ich pensioniert bin. Und jetzt lasst mir ein bisschen Zeit, mich ein bisschen zu finden. Ich gehe jetzt mit meiner lieben, wunderbaren Frau nach Kreta. Gehen wir ans Meer, ein bisschen ausspannen. Und dann wird mir ein paar Sachen durch den Kopf gehen. Und dann dort oder diesem oder einem Ort Ja sagen oder eben auch Nein. Weil ich muss ja auch können Nein sagen und absagen, damit ich den Sachen, wo ich dazu stehe, auch gerecht werden kann. Also man wird Ihre Stimme irgendwo, irgendwann sicher wieder hören. Ich gehe davon aus, dass man das wird, wenn es auch vielleicht im kleineren oder engeren Rahmen ist. Aber da sind sehr viele wunderbar gute, interessante, spannende Anfragen rum. Herr Schär, ich wünsche Ihnen einen ganz guten Aufenthalt in Kreta und dann freue ich mich darauf, von Ihnen zu hören und dann auch Sie irgendwo, irgendwann wieder mal zu hören. Herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind. Besten Dank, Herr Pfister, auch euch. Alles Gute. Nächste Woche, neuer Tag, neuer Gast und hoffentlich wieder mit Ihnen. Danke fürs Zuschauen. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftrigen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherungen, deine Gesundheit, dein Partner und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Hallo Glück, hallo Trost, hallo Leben. Wir sind bereit. CSS-Versicherung.
Lindenhof Oftrige. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event.